Hallöchen, alle zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ja, ich habe mir mal vorgenommen, ein neues Texturpack einzunehmen, zuzüglich zum alten, deswegen kommen euch manche Sachen bekannt vor und manche wiederum neu. Kann ich euch ja mal zeigen. Ich habe hier jetzt quasi in dem Ressourcenpack einmal dieses LB Fotorealism drin und zuzüglich Chroma Hills. Ja, kombiniert kommt dabei natürlich so etwas raus. Und ja, die Gelegenheit würde ich gerne mal nutzen wollen und zu gucken, wie das Haus denn jetzt nun aussieht. Ob das immer noch so derbe mies aussieht auch, oder? Also klar, es ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Und ich denke mal, da müssen wir auch noch das ein oder andere tun. Aber irgendwie haut da irgendwas auch so nicht ganz hin. Wir müssen also auf jeden Fall nochmal oben rauf. Und gucken, ob wir das gerichtet kriegen. Oh, hier liegt sogar noch ein bisschen Erde rum. Na gut. So, nehmen wir natürlich alles mit. Wir wollen ja aufs Haus. Alles klar. So, bei dir haben wir die wenigsten Probleme. Da auch. Ich dachte gerade schon, wir fallen runter, aber nein. Ganz falsch, aber das ist auch ein Vorteil. So, dann würde ich mal sagen, nee, der ist irgendwie komplett falsch. Schön, jetzt werde ich wieder heiser, da freut sich doch jeder. Kollege, hörst du mal auf mich zu mobben? Stelle ich mich so doof an oder ist das wirklich... Hä? Ach, sah vielleicht auch nur so eckig aus. Na gut, egal. So. Jetzt, die Seite geht natürlich leichter. Haben wir denn noch? Haben wir, glaube ich, dabei. Sehr schön. Und jetzt das Ganze hier nochmal. Der geht ja noch relativ einfach hier. Der wiederum nicht. Doch, der auch. Ah, bloß nicht zu weit. Oh Gott. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen das eine oder andere wieder abmachen. So, sehr schön. So, na das läuft doch. Und jetzt hier? Nein. So nicht, mein Freund. So nicht. Das kannst du zu Hause machen, aber nicht bei mir. Nein. So nicht. Gut, dann noch ein bisschen weiter. Alles klar, so geht's. Ha. Und da. Und was den da, ne? Ja. So, sehr schön. Dann nehmen wir noch den davor. Und, ups. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit das Pfeifen von den Ureinwohnern von The Forest im Kopf, weil ich eben noch The Forest gespielt habe für die nächsten Aufnahmen. Oh ja, das irritiert gerade meinen Kopf so ein bisschen, aber sollte auch nicht, nanu, das große Problem sein. Der war falsch, den kriegen wir so nochmal ab. Zack, und na, ich hoffe. Nö, der ist wieder mal komplett falsch. So, jetzt aber, jetzt. Das gibt's doch nicht.
Das ist mir jetzt echt zu hoch. Aha. So, wie sieht's denn? Ja, das Problem, was ich jetzt sehe, ist aber... Achso, wir haben jetzt... Verdammt. Wo haben wir denn hier unseren... Achso, der kann ja auch ab. Tja, der ist ganz gut geworden. Zack, zack. Zack, so. Das versuchen wir auch mal. Und jetzt müssten wir noch mal gucken, ob es von hier aus geht. Ja. Klappt. Jetzt spaziere ich hier sogar schon auf dem Zaun rum. Na gut, was soll's. Hauptsache, wir kommen da irgendwie auch noch ran. Nein, der war irgendwie verkehrt. Ach Mensch, wartet mal. Ich wollte doch noch was anderes machen. Wo ist es denn hier? So. Ach, das wollte ich jetzt. Na gut, können wir ja anlassen. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Das ist Musik von Fiesta Online aus der Stadt Bera. Ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal Hintergrundmusik an. Damit das hier nicht ganz so ruhig und leblos wirkt. Und ja. Ich weiß aber auch nicht, ob für jeden da was mit bei ist, von dem Musikgeschmack her. Ich habe noch nicht viel zusammentragen können. Und ich hatte ja ganz am Anfang meiner Let's Plays auch schon mal Musik drin. An einigen Stellen hat dann auch YouTube gesagt, das kannst du nicht machen, obwohl es einfach nur MIDI-Dateien waren. Deswegen habe ich mich auch damit ein bisschen zurückgehalten. Ich hoffe, dass die das jetzt nicht wieder so krass machen, sage ich mal so. Okay, dann, so, wir müssen ja da wieder rauf. So, und dann machen wir das da mal ein bisschen weg. So, und dann haben wir hier von dem ab. 2. Okay. Oh, der war nicht schlau. Ganz und gar nicht. So, und dann machen wir das auch mit gleich weg. Und setzen uns nochmal mit den Steintreppen auseinander. Auf der anderen Seite. Oh, das war mal zum Hochraum, nehme ich an. So. Was ist denn das da, das Schwarze? Ja, gut, keine Ahnung. Tja, die Wolken sehen auch ganz gut aus. Ja, so, bauen wir uns mal wieder hoch. 2 haben wir gesagt. Okay, noch ein bisschen höher. So, also. Dann mal nach links und rechts hier so einen kleinen Weg machen. Nein, so nicht. Ich meine natürlich. Haben wir es hier richtig gemacht? Ich hoffe doch. So. Dann brauchen wir doch noch mal einen. So. Und da dran können wir dann auch gleich mal die Erde setzen. Ja, dann sieht das auch vielleicht aus wie ein Haus. Wenn nicht, müssen wir noch das eine oder andere vielleicht verändern im Laufe der Zeit. Dürfte aber, denke ich mal, nicht so das Problem sein. So. Dann haben wir das. Da. Warum haben wir... Achso. Darum.
dann machen wir das gleich mal so. Und dann haben wir denn überhaupt noch Treppen mit? Können wir eigentlich auch... Nee, können wir nicht. Schade. Dann machen wir es halt so. Sollte ja auch nicht das kleine Problem sein. So, und dann müssen wir die Treppen natürlich noch an die andere Richtung drehen. Von unten her. Oh, natürlich, ja, noch. Das ist ja grandios. So. Jetzt wüsste ich nur gern. Warte. Da ist die Stelle. Glaube ich. Irgendwo da von den beiden. So, dann wollen wir natürlich auch. Dann machen wir das hier auch schnell noch runter. Und dann wird das Ganze schon. Wäre ja gedacht. Wobei, wir machen das mal hier so. Zack. Habt ihr gesehen? Ein hervorragender Move. So, holen wir das hier auch noch runter. Ja, verdammt. Aber keine Angst, das kriegen wir auch noch runter. Das war jetzt unfair. Wer macht denn sowas? Also wirklich. Ach, da ist. Okay, dann machen wir das hier auch noch ein bisschen kürzer. Siehst du, auf der Seite habe ich es nicht. Naja, gut, egal. So sehr viel. Erde haben wir aber auch. Erde haben wir nicht mehr. Gut, wir werden erstmal diese Reihe hier fertig machen. Und dann müssen wir erstmal runtergehen. Ah, wir müssen ja glaube ich auch. Verdammt. Na gut, müssen wir vielleicht mal gucken. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Also. Ich mache zwar die ganze Zeit schon Fehler, aber ich meine Fehler und nicht nur Fehler. So. Ist das. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen, glaube ich, zuerst mal runter, aber so geht es natürlich auch. So, damit rennen wir. So. Da ist auch noch eine Säule. Siehst du, da müssen wir auch noch die Ziege ransetzen. Weil rechnen die wir dabei haben, wir doch nicht raus. Das ist. Auch nicht so gut, wenn das doch nicht ausreicht. Na gut, was will man machen? So, oh, da ist sogar einer zu kurz. Wie geht das denn? Was haben wir denn da gemacht? Oh, schon wieder Fiesta-Musik. Hm. Ich habe hier nur drei oder vier Lieder von Fiesta drin. Ich weiß echt nicht, warum das so oft kommt. So, und jetzt wieder den Kopf verbeugen. Und ranbauen. So, das war jetzt die untere Schicht. So, und dann muss das natürlich noch gemacht werden. So. Ach, dieses Umsetzen immer. Das. Ich glaube, das kommt extrem laut drüber. Na gut, Na gut. Geht nur noch. So, warte mal. Irgendwas ist da. Komisch. Oder? Das sieht irgendwie falsch aus. Da müssen wir mal gucken. Mhm. Ein kleiner böser Wichtigtour. Alles klar. So.
Dann bauen wir dich mal runter. Zwei haben wir gesagt, ne? Also eins, zwei, ganz unten zwei. Mal gucken, ob wir das hier auch so hin. Warte mal, einer guckt raus, einer sollte rausgucken, einer. Ja, ich glaube. Was haben wir denn da schon wieder? Ach nö. Deshalb sieht das so. Ach nee, das sind nur die. Okay.